So, wieder willkommen zurück zu Civ 5 Gods and Kings. Ich habe mich dazu entschieden, einen Part noch zu machen. Bla bla bla. Ja, toll. Jetzt weiß ich, wo Barbarenlager in der Nähe. Ah. Wo Barbarenlager in der Nähe sind, das bringt mir doch nichts. Zwei Barbarenlager, toll. Kann mir mal jemand sagen, was mir das bringen soll? Ja, naja, immerhin etwas. Besser als wenn es der Gegner hat. Zum Beispiel China. Diese Mistkerle. Ups, den müsste ich vielleicht auch mal heilen lassen. Den lasse ich jetzt auf jeden Fall mal heilen. Noch ein Schuss von irgendjemandem und der ist kaputt. Ja, und dann muss ich mir einen neuen bauen. Das wäre nicht so toll. Obwohl ich werde mir so oder so einen neuen bauen, aber ich müsste mir einen neuen Speer bauen, mit dem ich erkunden gehen kann. Und den lasse ich jetzt auch mal heilen. So. Dann haben wir jetzt eigentlich nichts zu tun, außer Runde zu beenden. Und hier war, glaube ich, noch einer, den ich noch umschicke. Und warten. Bogenschießen. Der Pfeil aber war mit den Federn des Adlers selbst geschmückt. Oft geben wir unseren Feinden das Mittel zu unserer Zerstörung. Ja, da müsste man vielleicht einen Zusammenhang irgendwie herstellen, weil ich weiß gerade irgendwie nicht, woher das ist und was das soll. Und ja, toll, der Pfeil war mit Federn des Adlers geschmückt und deswegen haben wir uns selbst vernichtet. Hallo? Naja, okay. So, als nächstes das Rad. Dann kann ich endlich Straßen bauen und kann dann auch mal gucken, dass ich anfange, mich auszudehnen, nämlich eine zweite Stadt zu gründen und wahrscheinlich hier. Oder hier, da wo gerade das Papanlager steht. Aber ich denke mal eher hier. Oder? Ja, das sind jetzt halt auch nicht viele Ressourcen. Das ist halt. Vielleicht auch hier. Das sind mehr Ressourcen. Also in C4 war China auf jeden Fall fruchtbarer. Da waren mehr Ressourcen. Vielleicht auch hier? Oder bin ich ziemlich nah an der Wüste und so? Dafür ist hier Wild und Wein. Hier so? Könnte ich da drauf zugreifen? Da und dann später auch noch da drauf. Aber dafür wären hier Berge und wäre aber dafür besser zu verteidigen. Da könnten sie von zwei Seiten schon mal nicht kommen. Ich werde mal schauen dann, wenn es soweit ist. Aber ich denke mal, ich werde eher nach unten gehen. Die belesensten Völker der Welt bin ich, jawohl. Hahaha, mit 8. Ich habe 8 Technologien und die Chinesen nur 7. Okay, ich habe am Anfang auch einen in den Arsch geschoben gekriegt, aber naja. Ja, genau. So, das da muss ich auch noch erforschen. Okay, die heilen sich gut, das ist schön und toll und wunderbar. Hier wäre eigentlich auch nicht schlecht. Hier ist ziemlich viel Weizen, na? Und Fluss ist auch hier. Aber es wäre halt ziemlich weit weg von meinem Land, von meiner Hauptstadt. Ach, ich denke, ich könnte es hier. Obwohl, dann habe ich Probleme mit Produktion, glaube ich. Obwohl, hier ist ein Hügel. Da ist ein Hügel. Zwei Hügel. Naja, wieder halt nicht meine Produktionsstadt, wie dann halt eher so eine, naja, so wie Moskau halt, groß und dafür gut. Durch viele Bürger. Wir werden sehen. Aber, Moment, Brüssel. Das Gebiet von Brüssel sehe ich noch nicht so gut. Nicht so ganz gut. Oh. Wenn ich das Barbarenlager jetzt einnehmen würde, dann hätte ich hier den Siedler. Den haben die gefangen genommen von irgendeiner anderen Nation. Und wenn ich das gefangen nehme, dann bekomme ich dafür einen Bautrupp. Oder ich könnte den Siedler, wahrscheinlich gehörte den Römern, könnte ich den zurückgeben. Und dann wären die Beziehungen besser. Aber warum soll ich das machen? Ich werde denen sowieso allen den Krieg erklären irgendwann.
Also ich habe vor, auf die Weise der Herrschaft oder der Beherrschung zu gewinnen und nicht Kultur oder irgendwie sowas. Okay, greifen wir einfach mal an. Jo, den hat's mehr abgezogen als mir. So will ich das haben. So, dann brauchen wir hier noch Krepost, der wohl die Kaserne ersetzt. Dann werden unsere ausgebildeten Einheiten da besser und ich bekomme mehr Kultur und so noch zusätzlich. Und jetzt bekomme ich gleich noch eine Sozialpolitik. Genau, geil. Was ich dann machen kann, ist dieser hier. Tada! Jetzt habe ich einen Siedler, mit dem ich mich jetzt irgendwo ansiedeln muss. Und da schlagen sie mir auch vor, dass ich die Stadt hier gründen soll. Aber die schicke ich nicht alleine los. Ich bin ja nicht blöd, weil hier steht ein Barbarenlager. Da muss ich dann noch eine Einheit dazu machen. Ich würde sagen, so ein Bogenschützen da. Unterbrechen wir jetzt einfach mal kurz. Die Produktion von dem Krepos und bauen dafür einen Bogenschützen. Ja, Walterpolz und so. Los, mach doch mal schnelle. Und Moskau ist wieder gewachsen, yeah. Und die können befördert werden. So mag ich das. Diesmal machen wir offenes Gelände, damit die noch ein bisschen besser werden. Gegen die hier. Und Einheit benötigt Befehle. Welche denn? Keiner mehr. Okay. Ah ja, geil. Und durch das Walterpolzen hier wurde jetzt mein Bogenschütze beschleunigt. Das heißt, es dauert jetzt nur noch eine Runde, bis der fertig ist. Und dann kann ich auch gleich loslegen. Dann kann ich nämlich meine nächste Stadt gründen bald. Das Rad. Weisheit und Tugend sind wie zwei Räder an einem Wagen. Japanisches Sprichwort, das ermöglicht mir jetzt hier Streitwagen, Bogenschützen, Wassermühlen und Straßen. Oh. Ja, messert halt noch mehr von mir nieder, Mann. So, ihr habt einen Zivilisten gefangen genommen, der zu Rom gehörte. Jetzt könnt ihr ihn entweder zurückgeben oder ihn selbst als Einheit, in Klammer Bautrupp, verwenden. Wenn ihr ihn zurückgebt, werden sie sehr dankbar sein. Nein, die behalte ich. Sonst gründen sie in der Stadt und dann werden sie besser und das will ich nicht zulassen. Genau. Was forscht jetzt nächstes? Mal schauen. Was wäre denn ganz praktisch? Eisenverarbeitung wäre ganz geil. Dauert aber 17 Runden. Ich baue mal einen Kalender, dann kann ich mal die Färbemittel oder was das war. Ja, Färbemittel war es. Kann ich dann mal modernisieren. So, die haben sich fertig geheilt, die auch bald. Und dann geht's mal los jetzt. Auf ins Unbekannte, das nicht mehr so ganz unbekannt ist, aber auf ins Abenteuer. Wo wir unsere nächste Stadt gründen. Yeah. Und Moskau wächst auch nicht mehr so schnell. Dauert jetzt 16 Runden bis zum nächsten Bürger. Aber, naja. Bautrupps können sich nicht. Ja, ich weiß. Hallo? Mal schauen, vielleicht werde ich den Bautrupp auch gar nicht behalten. Ich wollte eigentlich nur, dass die Römer keinen Siedler haben und nachher hier irgendwie eine Stadt gründen. Den lasse ich jetzt auch mal heilen, der ist nämlich ziemlich beschädigt. Ich weiß. Siedler können sich genauso wenig verteidigen wie Siedler. Nein, wie Bauarbeiter. Ah, mein Gehirn ist schon wieder ein bisschen auf Durchzug. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, vielleicht das ganze Labern jetzt eine Stunde lang. Das könnte sein. Und das bei dem Strategiespiel. Geil. Gratulation, eure Bürger. Eure Bürger sind nun schon so lange in eurer Hauptstadt zufrieden, der Herrschaft zufrieden, dass euer Reich nun ein goldenes Zeitalter einläutet. Ja.
Ich habe hier immer stetig plus 9 gekriegt und nachdem es eine bestimmte Grenze erreicht hat, leitet es ein goldenes Zeitalter ein. Das heißt, je mehr Zufriedenheit das Land hat, desto besser sozusagen, weil dann kommen nämlich öfter goldene Zeitalter. Und das ist gut. Das bringt mir jetzt mehr Produktion, mehr Nahrung und mehr Zufriedenheit und mehr Geld. Und mehr Forschung auch. Also, nichts dagegen einzuwenden. Genau. Die Bauertrupps man aber, glaube ich, nicht schneller dadurch. So vorteilhaft sollte ein goldenes Zeitalter auch nicht sein. Meiner Meinung nach. Nein. Sie beschießen mich und jetzt werden sie gleich niedergemetzelt von mir. Flup, flup, flup und gleichzeitig werden die hier niedergemetzelt. Yeah. So, Attacke. Ja, guck mal, wie viel das abzieht denn jenen jetzt. Da, ha. Wie viel ich gekillt habe hier? 86 und minus 8 bei mir nur. Oh, ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Klassik erreicht. Das heißt, er hat irgendwas erforscht, dass er jetzt in Klassik ist. Und ich bin noch nicht in Klassik. So, und ich will doch schon immer mal wissen, was passiert, wenn hier ein Barbarenlager ist und ich eine Stadt gründe da in der Nähe. Das werden wir gleich rausfinden. Im nächsten Part. Nein, Spaß. Ho, ho, ho. Kalender. Bautrupps können sich nicht verteidigen müssen. Also seid sehr vorsichtig, wenn ihr sie außerhalb unserer Grenzen bewegt. Das war jetzt gerade so ein alter Opa-Geschichtserzähl-Battle. Also, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Bibel, Psalm 90, Vers 12. Danke, dass du mir reingelabert hast, oder dass du dem anderen Typ reingelabert hast. Sehr unhöflich von dir. So manche Leute gibt's. So, Stadt gründen. Belagerung. Städte können sich wie Militär. Okay, wenn da ein Barbarenlager ist und da breitet sich meine Kultur hinaus, dann verschöne das Barbarenlager. Gut zu wissen. So. Jetzt werden wir erstmal schön die Barbaren hier bombardieren, die so dreist in mein Land eingedrungen sind. So, was bauen wir als nächstes? Als nächstes... Pyramiden sind eigentlich auch nicht schlecht. Sumpf trockenlegen, Steinbruch errichten. Optik wäre auch nicht schlecht für meine Moskau-Stadt. Und für St. Petersburg wäre es auch nicht so schlecht. Also wenn es denn hier einen Leuchtturm hätte und so. Tja. Schwierig. Ich baue mal Mathematik. Mathematik, Mathematik ist immer gut. So, in Produktion muss ich noch wählen für St. Petersburg. Da bauen wir einfach mal einen Kornspeicher, damit die schön schnell wächst, die Stadt. Und die wollen fliehen, die metzen wir jetzt aber nieder. Angriff! Gut. Jetzt könnte ich noch einen Bautrupp gebrauchen. Oder sowas in der Art. Damit ich hier eine schöne Verbindung bauen kann zwischen meinen Städten. So eine Straßenverbindung. Dann bringt mir das nämlich mehr Geld und ein neuer Freund. Warum? Hätte ich vielleicht mal lesen sollen, ne? Naja. Wir sind dumm und machen Kamikaze-Aktionen. Oh, eine Plantage da runter. Das braucht 7 Runden, Alter. Okay, die versuchen jetzt auch wegzurennen. Aber die werden eiskalt weiter bombardiert, damit sie sich nie wieder blicken lassen. Weil sie jetzt nämlich tot sind. Und weg. Ja, ja. Wohlhabende Bürger von Brüssel haben gehört, dass es in der Welt unglaubliche Naturwunder gibt, die noch niemand entdeckt hat. Sie hoffen, dass jemand diese Gerüchte ergründen wird. Ja, Naturwunder gibt's auch. Hier in dem Spiel. Sie haben erfolgreich das Barbarenlager zerstört, wie es Brüssel erbeten hat. Euer Einfluss ist um 50 gestiegen. Gut. Schön. Brüssel. Schön dreieckig. Also ich bin jetzt mit Brüssel verbündet. Das bringt mir ziemlich... Das bringt mir jetzt diese Ressourcen hier. Trüffel und Pelze. Und... ja.
Ich glaube noch Wachstumsbonus irgendwie von meiner Hauptstadt, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, und endlich sind mal ein paar Anhänger hier von meiner Religion in meine Städte eingezogen. Das wurde mal Zeit. Aldi. So, wo sind jetzt meine Bogen? Ah, da. Ja, geil. Alle tot. So muss ich da gleich nächste Runde noch reinlaufen und dann ist das Barbarenlager futsch. So, aber ich mache jetzt für heute Schluss. Also, bis dann. Viel Spaß noch und ciao.